Einen wunderschönen, meine Freunde. Heute habe ich Zucker. Und zwar ein richtig geiles Horror-Game. Nee, ist natürlich nur Spaß. Ist eins der schlechtest bewertetsten. Das ist eines der am schlechtesten bewertetsten. Es ist eines der am schlechtesten bewertetsten Horror-Games auf Steam. Kostet 2 Euro, schieß mich tot. Wir werden das jetzt mal gemeinsam testen. Centralia heißt es, by the way. I lived a normal life. Work, loving wife, beloved daughter. Oh, deutschen Untertitel, ja, da leck mich doch. In May 1992. I will tell you my horrible story. My wife went missing 7 years ago. There was a huge fire. Greedy authorities dripped according to rumors. They dug out something terrible and bad. Halt, das interessiert mich halt echt nicht. Ja, darf ich dann mal? Oh, Leute, jetzt. Das fahr nicht ich. Damn tree, then have to go on foot. Damn tree. I need to go only 3 miles. Ich muss nur 3 Meilen gehen, okay? Damn it. Ich bin tot, Leute. Wenn ich mir das Video nochmal anschauen muss, war's das mit dem Test. Jetzt schon. I lived a normal life. Work, loving wife, beloved daughter. Gott, bist du eine Hure, Spiel. Like frightened miners provoked a fire of cold damn tree, then have to go on foot. Damn it. What the fuck, Alter? Ich muss mir die Scheiße nochmal geben. Oh. Los geht die Party! Damn tree. Damn tree. Then have to go on foot. Ja, jetzt sind wir mal geradeaus gegangen und einmal rechts, jetzt gehen wir links. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, ich kann den Baum da nicht ausweichen. Damn it. Wir haben es geschafft. Kann ich da rein? Habe ich eine Taschenlampe? Ich habe eine Taschenlampe. Wie mache ich die an? Wie mache ich die scheiß Taschenlampe? Kann sie nicht anmachen. Eine Fackel. Ah. Ah, die geht aber kaputt. Genau. Fackel wird benötigt, um verschiedene Kreaturen zu erschrecken. Wenn sie mit der linken Maustaste klicken, vergrößert sich der Narbenradius. Die Fackel brennt jedoch schneller. Okay. Hier noch irgendwas. Ich rechne ja mit so ganz, ganz billigen Jumpscares. Oh, Taschenlampe, viel geiler. Jetzt bestimmt die Fackel gleich brauchen, oder? Was da? Wait. Was denn? Ich muss da jetzt wirklich 3 Meilen hinlatschen. Hört sich immer an, als würde hinter mir einer gehen, gell? Dann drehe ich mich um. So eine Scheiße, echt mit so Ohrstöpseln spielen. Oh! Hey! Hey!
Meine Fackel ist aus. Oh mein Gott, Spiel. Du bist ja so scheiße. Das fängt jetzt nicht wieder von vorne an. Das fängt nicht von vorne an. I lived a normal life. Oh mein Gott. Ich muss gar nichts tun, ich kann da einfach vorbeilaufen. Das einzige Gruselige ist echt der Sound irgendwie. Welcome Centralia. Waren das jetzt 3 Meilen? Und dann kann er immer nur so kurz sprinten, das ist halt auch so räudig. Nein, nicht dein Ernst jetzt. Leute, tut mir leid. Das kann ich, es ist schon durch, kann ich nicht weiterspielen. Sorry, sorry, sorry. Machen wir Teil 2. Alter, was ist jetzt los? Wieso hängt denn das so? Das hängt wie Sau. Shirley, wait. Shirley, Shirley, wait. Shirley. Shirley, where are you? Was? Die... Meine Fußspuren passen auch überhaupt nicht mit dem überein, was ich laufe. Geht nicht. Ach, ist jetzt da der Aufzug. Wohin? Kann denn wohin fahren damit, oder was? Achso, doch hier. Was ist das für ein Symbol oben links? Kann ich Karate? Das ist so Karate-Figur. Und dann tritt er einfach so nach vorne. Oh Gott, Spiel. Oh Gott, ist das scheiße. Okay, hier geht nichts. Soll das irgendwas ergeben, da diese Symbole hier? Ich kann ja nirgendwo hinfahren mit dem Scheißding. Oh, die Leichenhalle. Ich kenne den Code nicht. Den werden wir auch nie herausfinden, mein Freund. Ah. Oh. Ist da irgendwo irgendwas drin, oder? Oh Gott, da sind ja auch noch Türen, mein Gott. Was da? Batterien. Komm da nicht hin. Ein Karate-Kick krieg ich's auch nicht. Ah, der ist zu hier. Da brauche ich den Code. Boah, ich raff nicht, wo ich hin muss. Keine Ahnung. Hier kann ich nicht aufmachen. Oben ging auch nicht weiter. Oder oben ging es nicht weiter, gell? Boah, diese Fußspuren. Schrittgeräusche, die triggern mich so hart. Ah. Karate. Karate doch. Ich kann jetzt kein Karate mehr. Okay. Was ist jetzt passiert? Wieso kann ich kein Karate mehr? Wieso geht die Taschenlampe? Die leuchtet doch gar nicht. Achso, die leuchtet bloß einen Meter weit. Ich habe keine Ahnung, Leute. Weiß es nicht. Ich will auch aufhören, weil es echt keinen Spaß macht. Aber das reicht doch nicht für ein Let's Play, oder? Im Aufzug kann ich wieder Karate. Das ist anscheinend so ein Aufzug-Ding. Ja, was ist jetzt? So, jetzt kommt jetzt ein Jumpscare, oder was ist? So kann ich im ersten Stock kein Karate. Und hier ruckelt's wie Sau. Das ist echt heftig. Ah, Batterien. Oh, noch mehr Batterien. Wieso sammle ich die überhaupt auf? Was will ich damit? Alter, was ruckelt das denn hier so? Wenn ich davor gehe, ist das vorbei, schau. Wenn ich hier Karate könnte, dann könnte ich das Zeug wegtreten. Aber ich kann bloß Karate, im Aufzug Karate. Ah! Oh Gott! Ah! Ja, jetzt ruckelt's wieder wie Sau, Alter. Darfst halt echt. Sobald irgendwas passiert in dem Spiel, hast du verloren. Die Dusche ist voller Blut. Hey, hier sitzt trotzdem nichts, oder was? Hätte ich gedacht, wir sind weitergekommen. Kann auch leider wieder kein Karate mehr. Was hat das jetzt gebracht? Der ganze Raum hat da überhaupt nichts gebracht.
Neunter Stock? Das ging vorher nicht. Oh, jetzt kann ich wieder Karate. Ist ja auch nicht der neunte, das ist der zweite Stock. Achso, aber hier geht's ja nicht auf. Machen wir nochmal in den Keller, vielleicht. Weiß ich auch nicht. Leute, ich geb's auf. Ich hab echt... Also so ein Scheißspiel, Leute. Das ist das erste Fatman's Test-Spiel, das ich nicht empfehlen kann. Das ist so scheiße schlecht. Also muss ja einen Grund haben, warum das so miserable Bewertungen hat. Nicht kaufen, nicht mal für 2,50 € oder was die Scheiße kostet. Ich weiß jetzt auswendig nicht. Das macht absolut hart Minus Spaß, das Ganze. Vielleicht ist hier irgendwo ein Code? Keine Ahnung. Mir ist doch einfach scheißegal. Ich hab gar keinen Bock, das zu schaffen. Ich hab's versucht, Leute. Bis dahin. Es wird jetzt immer sonntags, kommt jetzt ein Fatman's Test. Aber es ist sehr schwer, so eine Scheiße zu finden. Also Leute, wenn ihr irgendwelche Games habt, wo ihr sagt, die soll ich mir mal anschauen, die soll ich mal testen, dann haut die bitte gerne in die Kommentare. Ich werde das tun. Bis dahin, eine schöne Zeit.